schnellste Modell der Welt, das schnellste Flugzeug der Welt, dreifache Schallgeschwindigkeit und durch eine besondere Formgebung vom feindlichen Radar nicht mehr zu erfassen. Zum Einsatz zu bringen. Ich korrigiere mich. Ich kann das zu überfliegen, dass sie von der Luft, von der Bodenluftabwehr nicht mehr erreicht werden konnte. Weit über 20 Kilometer Höhe, also das große Vorbild, SR-71 war in der Lage, jeder potenziellen Gegner leicht davon zu fliegen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber zur Entwicklung dieses Flugzeugs war das so. Das Modell ausgestattet mit zwei Turbinen, jeweils 18 Kilogramm Schiff und mit einem simulierenden Nachbau. Ja, hier ist ein Punkt des alten Krieges. Da wollen wir wissen, dass die Kommunisten treiben. Die U2 war nicht in der Lage, hoch genug über das russische Territorium zu fliegen, also müsste was gehen, das noch höher fliegen kann und noch schneller. Und während die U2 dann doch abgeschossen werden konnte an die SR-71, kam keiner ran. Selbst wenn sie, wenn eine Rakete abgeschossen wurde, dann haben die Jungs in der SR-71 abgegeben. Sie müssen sich mal vorstellen, so ein Flugzeug ist in der Lage, einer Gewehrkugel einfach davon zu fliegen. Gut, dann wird der Heinrich hat uns angedeutet, dass das Landung herankommt. Er überfliegt sich selber, um zu kontrollieren, ob das Fahrwerk ausgefahren ist. Und so wie ich das hier sehe, ist nur ein Hauptfahrwerk ausgefahren. Er wird einen Überflug machen, nehme ich mal an. Das Fahrwerk einmal recyceln, also einmal rein, einmal ausfahren. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann wahrscheinlich auch den Park landen. Das ist nicht das Gewöhnliche. Jetzt schauen wir mal. Das Hauptfahrwerk ist ausgefahren und das linke Hauptfahrwerk ist noch drin. Also er schüttelt die Maschine jetzt etwas. Es sieht fast so aus. Nee. Ist noch drin. Also jetzt machen die meisten Piloten das Fahrwerk wieder rein und landen auf dem Bauch, zumal der Bauch von dieser SR-71 komplett flach ist. Aber es gibt auch die Technik, mit dem verbleibenden Fahrwerk zu landen und die Fläche, die dann herunterfallen will, einfach mit dem Querruder so lange wie möglich anzuheben. So wie ich das sehe, hat er sich entschieden, die Maschine auf dem Bauch zu landen. Eigentlich problemlos, die Maschine rutscht dann auf dem Bauch entlang. Und wie sinnvoll ist es, das Triebwerk oder die Triebwerke vor dem Aufsetzen abzuschalten. Allerdings kann er dann nicht mehr durchschalten. Ja, das sieht richtig gut aus. Spricht für die tollen Flugeigenschaften. Lothar Heinrich, wunderbar, Vorführung mit seiner SR-71. Wir
Der Applaus, den hast du dir verdient.